einsam im Gebirge. Kennst du ihn? Oder bist du vielleicht selbst der Wanderer? Und wo sind wir? Der Nebel trübt die Sinne. Es ist soweit. Der Blick kann endlich in die Ferne schweifen. Weiter, als du jemals gedacht hast. Und? Spürst du es? Das Neue vor dir? Es beflügelt dich und es bedroht dich zugleich. Dir liegt die Welt zu Füßen, aber nur einen Schritt weiter lauert der Abgrund. Hör jetzt gut zu, wenn deine Seele zu dir spricht. Der Mann, der uns so fasziniert und gleichzeitig fordert, heißt Caspar David Friedrich. Hamburg heute. Schon wieder geht es bergauf. Gut 40 Marmorstufen. Dann beginnt sie, die Reise in die Welt des großen deutschen Romantikers. Tausende Besucher strömen täglich an den goldenen Rahmen vorbei. Aber es ist trotzdem still in den Ausstellungsräumen. Als würden all diese Wanderer aus dem Nebelmeer des Alltags auftauchen, um das große Gefühl in den Bildern von Caspar David Friedrich zu suchen. Und die Welt rundherum zu vergessen. Bei Caspar David Friedrich, denke ich, ist es natürlich einerseits der Name. Jeder hat mal irgendwie einen Kalenderplatz zu Hause als Kind in der Wohnung oder im Zimmer gehabt. Kennt ihn auch aus den Lesebüchern der Schule. Also es tut sich etwas von Erwartung auf Neues und Erinnerung an Altes mischen. Und das ist immer eigentlich die beste Voraussetzung, etwas wiederzuerkennen und dann aber auch etwas Neues zu erfahren. Bei Caspar David Friedrich ist es, glaube ich, insofern relativ einfach, weil seine Bilder auf den ersten Blick relativ eingängig sind. Man ist gleich sozusagen, wie man in einem guten Roman gleich drin ist oder wie man in einem Film gleich drin ist, man in den Bildern auch gleich drin. Aber dann halten sie doch und auch nach dem 10. Betrachten geben sie einem immer noch etwas. Caspar David Friedrich fasziniert die Menschen. Damals wie heute. Weit über eine Viertelmillion Besucher erleben den Zauber des Romantikers in einer solchen Ausstellung. Doch nur die Partnerschaft aus Kultur und Wirtschaft hat diesen Traum wahrgemacht. Und am Ende haben viele Menschen in der Ausstellung etwas erlebt, was sie nie wieder vergessen werden. Einmal dem Wanderer über dem Nebelmeer über die Schultern blicken. Reisen wir an einen Ort, an dem das Herz von Caspar David Friedrich zu schlagen beginnt. Die Hanse- und Universitätsstadt Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern. Unmittelbar an der Ostsee. Denk dir die Kräne und Neubauten weg, dann läuft die Uhr sofort Jahrhunderte rückwärts. Könnte der berühmte deutsche Romantiker hier gestanden haben? An einer Straße, die heute Caspar-David-Friedrich-Blick heißt? Ganz sicher. Irgendwo hier saß er und zeichnete. Den Dom, die Häuser und die saftigen Weiden. Seine Heimat.
Das ist die ihm vertraute Welt, glaube ich, die er immer wieder malt. Und das ist natürlich auch so ein bisschen eine Rückkehr im Sinne, dass er durch einen Lebensweg absolviert hat, dass er rausgegangen ist aus dem Geborgenen in die Ferne und dann immer wieder zurückkehrt. Man kann das natürlich auch religiös sehen oder man kann es psychologisch deuten, dass es die Rückkehr an den Ursprung ist oder die Heimkehr im Sinne des christlichen Glaubens, dass sozusagen nach die Heimkehr ja nach dem Tod wieder doch eine andere Heimat auf einen wartet. Greifswald will entdeckt werden, neben dieser alten Mauer zum Beispiel, im Pommerschen Landesmuseum, das die großen Künstlernamen der Region unter seinem Dach vereint. Und fast läufst du daran vorbei, an einer dunklen Ecke, in der seine Augen leuchten. Aber Caspar David Friedrich sieht nicht nur uns an, sondern auch sein eigenes Bild direkt gegenüber, den Greifswalder Marktplatz. Wir filmen das Stadtleben mit der Kamera. Er hielt den Moment mit Wasserfarbe und Pinsel fest. Obwohl zwischen unseren Szenen und seinem Bild Jahrhunderte liegen, kommt Vertrautheit auf. Wir finden Bekanntes, stolpern aber im nächsten Moment über das, was er im Kopf neu ersonnen hat. Und das wird uns noch oft passieren. In Greifswald hat auch das Wissen einen festen Platz. Eben hat an der Universität, nicht weit weg vom berühmten Dom, ein neues Semester begonnen. Auch Caspar David Friedrich stand eines Tages hier, um zu lernen. Vielleicht wandelte auch er durch die alte Universitätsbibliothek, in der manche Schrift fast 900 Jahre überlebt hat. Ein Raum, in dem die Geschichte hörbar atmet. Sein Wissen bezog er aus Büchern, aber vor allem von seinem Zeichenlehrer Johann Gottfried Quistorp. Er vermittelte ihm die Kunst des Skizzierens, weckte in ihm aber auch die Liebe für die Landschaft. Lange Straße 28. Die Caspar David Friedrich Gesellschaft hat hier einen Ort erschaffen, an dem die Menschen heute die Nähe des Malers suchen. Denn hier steht seine Wiege. Das heißt, sie stand hier. Sein Geburtshaus brannte ab und ein Backsteinbau wuchs nach. Trotzdem ein magischer Ort, an dem die Familie des Seifensieders Adolf Gottlieb Friedrich zusammenlebte. Im Keller des Hauses stoßen wir in eine düstere und beklemmende Welt vor. Als hätte Caspar Davids Vater eben erst die Werkstatt verlassen, um die Zutaten für neue Seifen und Kerzen zu besorgen. Insbesondere wollen wir natürlich hier in Greifswald die authentischen Orte, die zum Teil ja auch noch da sind, die wollen wir pflegen und erhalten. Also wo wir hier stehen, seine Geburtsstätte, das wollen wir sozusagen in Erinnerung behalten und da wollen wir diese Stätten pflegen. Er ist nun mal die bedeutendste Persönlichkeit Greifswalds und wir wollen das mit dem Pommerschen Landesmuseum, dass viele Bilder sozusagen hier in Greifswald auch bewundert werden können. Das wäre sehr wichtig und wenn es möglich ist und es gibt noch wieder Bilder zu kaufen, würden wir uns freuen, wenn wir auch das Geld hätten, um Friedrich hier nach Greifswald zu holen. Wenige Fußschritte vom Hause Friedrich entfernt ragt der Dom St. Nikolai auf. Im Tresor des Pfarramtes lagert ein Schatz. Die Taufbücher der letzten Jahrhunderte. Auch die Familie Friedrich findet sich darin. Einmal mehr springt unsere gefühlte Uhr bei diesem Anblick um fast 300 Jahre zurück. Der Tauftag am 7. September 1774. An diesem Tage hallt der Name Caspar David Friedrich durch das Gotteshaus. Und sein Vater hat in diesem Moment vielleicht gefragt, was wird wohl aus ihm? Ein Seifen- und Kerzenmacher wie ich selbst? Caspar David entschied sich anders.
Er verlässt Greifswald und studiert, dank seines Lehrers Quistorp, an der Kunstakademie in Kopenhagen. Aber die Heimat lässt ihn nie ganz los. Im Caspar-David-Friedrich-Zentrum führt uns Professor Dagmar Liske zu den berühmten Rügen-Skizzen aus den ersten Jahren des Malers. Friedrich hat 1801 seine erste Rügenreise gemacht. Er hat sich von 1801 bis 1802 in Pommern aufgehalten. Hier kommt er wahrscheinlich aus Greifswald, aus Wiek, fährt dann mit dem Schiff, segelt mit dem Schiff nach Lauterbach. Hier zeichnet er die Insel Film. Hier dann geht er weiter, guckt in die andere Richtung, dann wandert er weiter. Je länger wir zuhören und die Skizzen studieren, umso mehr wächst sie. Die Lust auf die Insel Rügen. Wanderer aus aller Welt strömen jeden Tag an diese Kante Rügens, die ihre Besucher regelrecht blendet. Die Kreidefelsen am Königstuhl. Schroff, kantig, zerbrechlich, aber wunderschön. Der Schwindel der Tiefe kommt uns bekannt vor. Auch Caspar David Friedrich kletterte hier mit dem Skizzenbuch in der Hand und erschuf ein weltberühmtes Gemälde mit einem Blick, den heute die Bäume fast versperren. Links im Bild ist eine Frau zu sehen, offensichtlich Caroline Brommer, die er 1818 geheiratet hat, 20 Jahre oder mehr jünger als er. Er war 42 damals. Rechts ist offensichtlich er zu sehen. Er schaut in die Ferne, steht am Abgrund, sieht nicht, dass er mit einem Schritt vorwärts sofort in den Abgrund stürzen könnte, tödlich. Aber er ist so mit seiner Vision in die Ferne beschäftigt, schaut auf die Segelschiffe am Horizont oder in die lichte, sonnige Wellenflut, dass er sozusagen das, was vor ihm ist, nicht richtig sieht. Dann gibt es zwischen den beiden einen zweiten Mann, der hält sich am Gras fest, kauert auf den Knien und schaut voll Schrecken, vermutet man, man sieht ihn nur von hinten, in den Abgrund hinein. Also wir haben bei Friedrich immer beides, die präzise Detailbeobachtung, die naturgetreue Wiedergabe des Einzelnen und aber auch diese unermesslichen, weiten Räume, in denen man sich verlieren kann. Glück dem, der diese unscheinbare Stelle auf der Insel Rügen nicht nur findet, sondern sie auch alleine oder zu zweit genießen kann. Der Abgrund verliert an Schrecken, als wir über eine Treppe den Strand erreichen. Ein malerisches Stück Deutschland. Und wer länger auf die Ostsee hinausschaut, beginnt zu fiebern. Schon jagen sie wieder durch den Kopf, die Bilder des großen Romantikers. Zurück auf dem Festland, im Fischerdorf Wiek bei Greifswald. Morgenstimmung am Hafen, die alte Zugbrücke darf noch etwas ruhen. Nur wenige Schritte entfernt wächst Gras über altes Mauerwerk. Die Ruinen des Klosters Eldena. Besucher dämpfen schlagartig ihre Stimme, als könnten sie das Leben der Mönche vor über 800 Jahren stören. Ein verwunschener Ort. Caspar David Friedrich bannte dieses schaurig schöne Gefühl auf die Leinwand und gibt es augenblicklich an die Seele seiner Betrachter weiter.
Ruinen sind, sagen wir mal, seit dem Barockzeitalter eigentlich immer ein Zeichen für die Vergänglichkeit von allem Menschenwerk. Das heißt, der Mensch baut große Dome, baut Städte. Die Städte verfallen wieder und die Natur dringt wieder ein, sozusagen, in das, was der Mensch macht. Das heißt, der Mensch weiß, er ist in einem ewigen Kreislauf von Werden und Vergehen und alles, was er tut, wird irgendwann mal wieder dem Tod anheimgegeben sein, sein eigenes Leben, so wie das, was er selber geschaffen hat. Also die Natur siegt immer. Friedrich sah es ja, glaube ich, gelöst an und sagt, das ist eigentlich schön, dass die Natur uns alles wieder einholt und was wir so alles an Dummheiten machen, wird letztlich in der Natur alles wieder letztlich gut gemacht. Das verschwindet auch alles wieder. Mit 24 Jahren zieht es den Maler nach Dresden, ins Zentrum der Romantik. Eine neue Ära beginnt. Ruhm, Glück, Tod. Die barocke Elbstadt empfängt uns in einem Licht, das Caspar David Friedrich geliebt hätte. Die letzten Strahlen der Sonne, messerscharfe Silhouetten und das warme Farbspiel in der Dämmerung. Wir treffen Professor Hans-Joachim Neithardt. Er hilft uns, sich in den Menschen Caspar David Friedrich hineinzuversetzen. Und es scheint beinahe, als kenne der Professor den Maler persönlich. Er war sicherlich von der Vererbung her ein eher schwermütiger Mensch, ein Norddeutscher. Ja, man sagt das ja den Norddeutschen nach, dass sie ja schwerblütig sind. Aber er konnte durchaus auch fröhlich sein, humorvoll. Und spätestens als er in schon vorgerücktem Alter eine Frau fand, seine Frau Caroline, dann war er in gewissem Sinne auch ein bürgerlicher Mensch. Ich denke, man kann Menschen nicht in ein Schubfach stecken. Er war alles zusammen und zu verschiedenen Zeiten mit unterschiedlicher Dominanz. Am Ende seines Lebens war er schwermütig. Die Meisterwerke mit Weltruhm und die Publikumslieblinge. Sie alle komponierte er in seinem Dresdner Atelier. Etwa der Wanderer über dem Nebelmeer. Er fordert dich, zieht dich hinein und er lässt dich nie wieder los. Es ist kühl, es ist wahrscheinlich morgendlich, also es ist keine anheimelnde Landschaft, aber man steht ja über ihr. Das heißt, der Blick ist eigentlich durch den Nebel verstellt. Aber was nicht verstellt ist, dass man sozusagen auf diesen verstellten Blick schaut. Also man könnte jetzt sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß. Es ist klar, was der Wanderer sieht, nur das, was er sieht, ist unklar. Also er sieht eine verunklärte Nebellandschaft und wenn der Nebel steigt, sieht er mehr, vielleicht erkennt er mehr. Aber immerhin das ist klar, dass er unklar sieht. Das ist insofern ein paradoxes Bild, aber auch das gibt einem ja schon etwas. Plötzlich ein Gefühlssturm. Auf den ersten Blick scharf wie der eisige Wind und hoffnungslos wie nichts Vergleichbares. Aber es ist ein schrecklicher Moment eigentlich, was sicher von ihm nicht so sehr als persönliches biografisches Bekenntnis, als vielmehr als politisches gedacht ist. Aber über der Spitze des höchsten Eisberges gibt es einen kleinen blauen Fleck am Himmel. Da löst sich sozusagen die Wolkendecke oder die bleierne Wolkenwand auf und ein bisschen Sonnenschein ist da zu sehen. Ganz, ganz oben, fast schon außerhalb des Bildes, so eine kleine U-Form und da hat man das Gefühl, irgendwie einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es doch. Nach den Gipfeln und Tälern erschafft er im Herbst des Lebens ein Bild, in dem Augen und Geist stundenlang verharren könnten. Das sind 5 Personen insgesamt und es kommen auf den Betrachter und auf diese kleine Gruppe 5 Schiffe zugefahren und sie sind in unterschiedlichen Abständen vom Ufer. Und das nächste Schiff sozusagen holt Friedrich ab, um ihn sozusagen wieder in die Ferne zu bringen.
Es ist ein schwedisches Schiff, eigentlich das schwedische Postschiff, das immer bei Greifswald einfährt, um die Post zu bringen. Und wenn dieses ihn nun abholt, so heißt das auch, dass er in seine Heimat, das heißt nach Schweden, wieder zurück will. Denn Greifswald war ja in seiner Jugend schwedisch gewesen. Der kleinste Enkel hält auch noch eine schwedische Fahne hoch, um sozusagen das Postschiff zu begrüßen. Und da zeigt sich ein ganz starker Zug, dass er am Ende seines Lebens doch auch wieder dahin will, wo er herkommt. Einige Landschaften scheinen aus Träumen und fernen Welten zu stammen. Doch es gibt sie. Und Caspar David Friedrich hat sie in der Nähe von Dresden gefunden. Caspar David Friedrich, Kenner Frank Richter, arbeitet im Nationalpark Sächsische Schweiz und führt uns zu den drei aufregendsten Motiven des Malers. Seine Wanderung beginnt in einer düsteren Felsenschlucht. Caspar David Friedrich kommt 1798 nach Dresden. Er schreibt sich in die Kunstakademie ein und er trifft dort auf den Leiter der Landschaftsklasse, den Adrian Zink, den Schweizer, der sich ja so intensiv mit der Sächsischen Schweiz beschäftigt hat. Zink berichtet ihm bestimmt von dieser Landschaft. Friedrich macht sich sofort auf den Weg und erkundet die Sächsische Schweiz. Und schon einen Monat später trifft man ihn in Utterwalder Grund. Er kommt zum Felsentor, er zeichnet das Felsentor ganz exakt, ganz präzise. Er macht eine Zeichnung, die wir noch heute genau vergleichen können mit dem, was Friedrich damals gesehen hat. Als Caspar David Friedrich im Jahre 1823 hier war, da gab es die Basteibrücke, auf der wir uns jetzt befinden, noch nicht. Die wurde erst 1850/51 gebaut. Es gab damals so eine kleine Holzbrücke. Aber Friedrich kannte diese Stelle und er hat sich mit ihr auseinandergesetzt. Und er hat das berühmte Felsentor, das Neurathener Felsentor, gezeichnet und dann dieses grandiose Ölgemälde gemacht. Das vielleicht bedeutendste Elbsandsteinbild, was wir überhaupt kennen. In diesem Bild ist alles drin, was das Besondere dieser Elbsandsteinlandschaft ausmacht. Das Erhabene, das Geheimnisvolle, das Wilde und das Zerbrechliche. Es ist ein ganz beeindruckendes Bild und wenn man sich heute mit dieser Landschaft auseinandersetzt und es versucht mit den Augen des Malers zu sehen, vor allen Dingen mit Caspar David Friedrich, dann sieht man, welch großartige Landschaft das auch noch heute ist. Als Bergsteiger bin ich beeindruckt, wie Caspar David Friedrich aus diesen Felsen einen Gipfel macht, auf den er seinen Wanderer stellt, den Wanderer über dem Nebelmeer, der dann von dort oben die Überschau über die Landschaft hat, die am Grunde mehr als nur die Landschaft, sondern eine Überschau über das Leben und alles, was dazugehört. In den letzten Lebensjahren richtet die Malerseele plötzlich den Blick auf Friedhöfe. Es geht zu Ende, flüstern Besucher. Düster, unheimlich und kalt im Schnee liegend. Oder mit einem mächtigen Eingangsportal. Und dann geht er selbst durch das letzte Tor und hinterlässt dir etwas, das deine Seele immer und überall bewegen kann. Du musst dich nur darauf einlassen und sehen wollen. Dann wirst du auch fühlen und darin aufgehen. Ich habe ein Lieblingsbild und es hängt in Hamburg. Es ist der Wanderer über dem Nebelmeer. Es ist mein Lieblingsbild. Vielleicht liegt es daran, dass ich schon ein Mensch bin, der nun auf dem Gipfel des Lebens steht und ja schon in eine andere Welt, die sich da im Nebel abzeichnet, hinüberblicke.
Vielleicht liegt es daran, der Wanderer, der auf dem Gipfel angekommen ist, er schaut zurück und er schaut nach vorn und er schaut in den Nebel. Und er sieht da Berggipfel, Zeichen der Hoffnung. Und das ist für mich, gerade für mich, etwas ganz Faszinierendes, was dieser Künstler da ausgedrückt hat, mit dieser schlichten Figur des Menschen auf dem Gipfel. Mai 1840. Caspar David Friedrich ist nun eins mit seiner Landschaft.